Also der Strom ist ja legendär teuer in Deutschland, das weiß man, hat viele Gründe, aber ein Grund auch, weil die Netzentgelte so hoch sind. Und warum sind die Netzentgelte so hoch? Weil man die Stromnetze privatisiert hat. Privat ist ja immer der Bessere. So, und in dem Falle wurden sie privatisiert. An wen? Ja, an 4 Netzbetreiber. Einer davon ist ein niederländischer Staatskonzern. Also der untersteht direkt dem Finanzministerium in den Niederlanden. Und immer wenn der Dividenden ausschüttet, freut sich die niederländische Regierung, weil sie dann Einnahmen hat. Das ist also die Privatisierung aller Deutschland. Ne? Also der deutsche Staat kann es nicht, also privatisiert er an einen niederländischen Staatskonzern und der macht richtig schön Gewinn. Man hat ihm nämlich jetzt sogar noch für dieses Jahr eine Erhöhung der Eigenkapitalrendite, also das ist das, was garantiert wird, auf 7% zugesagt. Das war Habecks Kumpel Müller von der Bundesnetzagentur. 7% Eigenkapitalrendite bei den Stromnetzen. Also Sie wundern sich. Ja, bei Staatsanleihen kriegt man risikolos so um die 4%. 7%, das ist ordentlich. Sich jetzt nicht mehr über ihre Netzentgelte. Aber vielleicht auch da sollte man mal sagen, wir brauchen hier eine andere Politik. Das ist doch der größte Schwachsinn, dass die Menschen mit extrem hohen Strompreisen gequält werden, dass Unternehmen mit extrem hohen Strompreisen gequält werden und auf der anderen Seite sprudeln da die Dividenden und die fließen nicht nur an Aktionäre, sondern eben sogar an europäische benachbarte Staaten. Also und dann werde ich kritisiert, wenn ich sage, dümmste Regierung in Europa. Also bitteschön. Aber weil ich bei Energie einmal bin, also Klaus hat ja kurz was dazu gesagt, ich finde das wirklich unglaublich, was wir für eine Energiepolitik machen. Und zwar nicht nur wegen den Stromnetzen. Also wir haben ja jetzt unsere Gasversorgung umgestellt, ne, weil wir müssen ja unsere Abhängigkeit vom russischen Staat und vom russischen Gas, das mussten wir ja unbedingt überwinden, weil wir sind ja so moralisch. Ich meine, Putin kümmert das überhaupt nicht. Also es gibt so viele Länder, die sich freuen, wenn sie russisches Öl und russisches Gas preiswert bekommen. Das sind ja zum Beispiel Indien und das ist auch China und das sind auch viele, viele andere Länder. Die machen große Gewinne damit, die Russen. Aber hier wird's teuer. Und bei dem Stichwort Abhängigkeit vom russischen Gas, da habe ich kürzlich, bin ich über eine Zahl gestolpert. Österreich ist ja schon ein paar Mal erwähnt worden. Wisst ihr, wie hoch der Anteil russischer Gaslieferungen in Österreich im Jahr 2023 gewesen ist? Im letzten Jahr, 2023, 98%. Österreich hat im letzten Jahr 98% seines Gases aus Russland bezogen. Und uns erzählt man, wir hatten früher eine Quote von 55% im höchsten. Also die Hälfte unseres Gases kam aus Russland. Wir hatten ja schon andere Quellen. Das ist auch sicher sinnvoll. Man sollte schon verschiedene Zulieferer haben, ja. Aber wir hatten 55. Es gibt einfach aus geografischen Gründen eine große Abhängigkeit oder man könnte auch sagen Interdependenz mit Russland. Also Russland hat nun mal das Gas geografisch am günstigsten gelegen. Es ist halt schwieriger, Gas von der arabischen Halbinsel oder von ganz anderen Kontinenten hierher zu transportieren. Erst recht, wenn es als LNG hierher kommt. Also dann lohnt sich das schlicht und ergreifend nicht. Dann ist das viel teurer. Dann kann man die energieintensive Industrie, die wir haben, in der Form nicht mehr aufrechterhalten. Deswegen ist es völlig selbstverständlich, dass Russland einen so großen Anteil daran hat. Weil Großbritannien, die Niederlande und Norwegen es alleine eben nicht können, die europäische Gasversorgung sicherzustellen. 80%. Und da erzählen uns diese Habecks und Baerbocks, das würde uns an eine solche Abhängigkeit von Putin bringen, dass wir jetzt unbedingt andere Quellen auftun müssen. Und deswegen müssen wir uns davon losmachen. Was ist das für ein Irrsinn? Das Einzige, was wir erreicht haben, ist, dass die Gaspreise explodiert sind und dass wir in Zukunft gar keine wirklich sicheren Versorgungswege haben. Das kommt ja auch noch dazu. Wir haben nämlich keine langfristigen Verträge woanders. Also jeder Unternehmer, der halbwegs verantwortungsvoll ist, selbst wenn er sich von einem unerfreulichen Lieferanten trennen will, der wartet, bis er einen neuen hat und dann trennt er sich. Und er guckt auch, ob der neue wenigstens nicht wesentlich teurer ist als der andere. Dann kann man das machen, wenn man neue Wege hat, wenn man andere Lieferanten hat, wenn die ähnlich preisgünstig sind, gerne. Aber wenn man das nicht hat, was ist denn das für eine Politik? Aber nein, wir haben das mal eben so quasi entschieden. Herr Habeck hat ja Geld genug.
Und das ist auch interessant. Herr Habeck hat Geld genug. Wir haben tatsächlich. Ja, das ist sehr interessant. Also wenn es nach CDU-Politikern wie Norbert Röttgen gegangen wäre, dann hätten wir sogar noch viel früher die Gaslieferung aus Russland eingestellt. Also wenn es nach Leuten wie Norbert Röttgen gegangen wäre, dann hätten wir 2020 vielleicht wirklich eine Gasmangellage gehabt. Also nicht nur wesentlich höhere Gaspreise, sondern wirklich gar kein Gas mehr im Winter. Die wollten die Gaszufuhr aus Russland sofort einstellen. In Deutschland, kein anderes europäisches Land hat so viel Geld für die Subventionierung unserer Energiepreise ausgegeben wie Deutschland. Also dafür, dass wir staatliches Geld, das sind dann immer die Sondervermögen, also seit Schulden Sondervermögen haben, geheißen, kann man ja damit viel besser umgehen. Wir haben mehr Geld als jedes andere europäische Land ausgegeben, nämlich 72 Milliarden alleine, um zwei Energieunternehmen zu stützen, nämlich Uniper und Sefe. Und dann nochmal 40 Milliarden für die Preisbremsen. Das heißt, 110 Milliarden Euro, die ausgegeben sind, die weg sind. Also Schulden sind noch da, aber das Geld ist weg. Und da könnte man ja denken, na gut, also wir haben ja so einen großzügigen Staat, der so stark die Energiepreise subventioniert. Wir haben ja hier ein Eldorado günstiger Energie. Nee, wir haben es geschafft, das Land in Europa zu sein mit den meisten öffentlichen Subventionen für Energie und gleichzeitig mit den teuersten Energiepreisen. Das muss man erst mal hinkriegen. Also das ist eine völlig irre Politik. Und dann haben wir, wie gesagt, noch nicht mal gesichert, dass es in Zukunft besser wird. Weil wir haben ja im Grunde versucht, irgendwo anders jetzt Verträge aufzutun. Also im letzten Jahr haben wir es teilweise dadurch gemacht, dass wir sehr hohe Preise gezahlt haben. Dann haben wir zum Beispiel Pakistan einfach die Lieferanten geklaut. Also die haben dann deren Verträge gekündigt, haben uns beliefert, weil wir so gut bezahlen. Langfristig ist aber natürlich das auch keine Lösung. So, und dann hat man ja gehofft, unser Freund, unser Partner, Amerikaner sollen uns jetzt dieses Gas liefern, weil in Katar ist es ja auch nicht so richtig aufgegangen. Also Herr Habeck hat ja seinen schönsten Bückling hingelegt, aber die Kataris haben trotzdem nur einen Mini-Vertrag gemacht. Also USA, Herr Biden ist ja sozusagen dann irgendwie doch noch uns näher als die Kataris, also Herr Biden sollte liefern. Herr Biden hat vor kurzem verfügt, dass die Kapazitäten, dass der Kapazitätsausbau, was den Export angeht, gestoppt wird. Weil Herr Biden hat natürlich ein ganz klares Kalkül. Derzeit zahlen Unternehmen in den USA einen Gaspreis, der liegt bei einem Drittel dessen, was die in Deutschland bezahlen. Und er möchte gern, dass das so bleibt. Und deswegen sagt er... Hast du, als ob die USA uns als wirtschaftlichen Konkurrenten sehen würden? Also hätte man ja nicht ahnen können, bevor man sich hier... Ja, selbst dadurch, dass man die Gaszufuhr aus Russland massiv einschränkt. Beispielsweise durch die Weigerung, den noch funktionierenden Strang von Nord Stream zu öffnen und durch die Weigerung, die drei in die Luft gesprengten Stränge von Nord Stream wieder zu reparieren. Sagt er, nee, also jetzt viel Kapazitäten ausbauen, sodass am Ende genügend Gas geliefert werden kann, damit die europäischen Preise womöglich fallen. Das ist ja überhaupt nicht im Interesse der Vereinigten Staaten, weil die wollen ja die Industrie bei sich haben und nicht bei uns. Und ehrlich gesagt, wenn das schon bei Biden so ist, wie soll es dann erst bei Trump werden? Wir haben noch nicht mal Lieferverträge. Und stattdessen, statt sich darum zu kümmern, machen wir jetzt eine neue Kraftwerkstrategie und bezahlen jetzt noch mal ganz viel Geld auch für neue Gaskraftwerke, was ja sinnvoll wäre eigentlich als Überbrückung. Aber wenn man kein Gas hat, nützen auch die Gaskraftwerke nichts. Und Wasserstoff haben wir in der Größenordnung auch nicht, haben wir bisher auch keine Verträge. Also was ist das für eine völlig undurchdachte, planlose Politik? Und deswegen sagen wir, es muss wieder Vernunft in die Politik einziehen. Es muss doch irgendwie eine Maßnahme zur anderen passen. Man kann doch auch nicht sagen, wir machen jetzt ganz viel stromintensive Technologien, E-Auto und Wärmepumpe. Ja, und der Strom, na klar, der kommt aus der Steckdose. Aber was dahinter ist, das wissen wir nicht. Da denken wir nicht drüber nach. Nächste Wahlperiode. Oder wir machen jetzt Gaskraftwerke, aber das Gas wird schon irgendwie nach Deutschland kommen. Wie, weiß man auch nicht. Aber irgendwann ist ja die Ampel auch weg. Und dann muss die nächste Regierung den Salat auflesen. Nein, so kann es nicht weitergehen. Wir brauchen eine durchdachte Politik, eine langfristig tragfähige Politik, weil es ist doch wirklich bedrohlich, wenn in der englischsprachigen Presse, und das ist jetzt auch bei uns ein bisschen berichtet worden, überall gemunkelt wird, naja, die Tage von Deutschland als Industrienation, die sind jetzt wohl gezählt. Nein, die dürfen nicht gezählt sein, sondern im Gegenteil. Wir sind ein Land, das immer noch viele industrielle Mittelständler hat, die auch gute Produkte produzieren. Es kann nicht sein, denen allen hier
durch teure Energie den Standort zu vermiesen und dann zu diskutieren, dass die Löhne zu hoch sind. Nee, die Löhne sind nicht so hoch, die sinken jetzt schon seit 3 Jahren. Die Energiepreise sind zu hoch, die Regulierung und die Vorschriften sind zu unsinnig. Die Fachkräfte müssen ausgebildet werden. Das ist das, was wir brauchen, um eine erfolgreiche Wirtschaft zu haben. Und dafür stehen wir als BSW und dafür setzen wir uns ein. Ja, das ist eine gute Ansage. Der Wirtschaftskrieg gegen Russland muss endlich enden, damit wir hier in Deutschland wieder akzeptable Energiepreise bekommen. Und es hauen ja nicht nur die Mittelständler, die stellen ihr Geschäft ein, aber Großkonzerne, die haben ja nicht die Wahl dazwischen, ob sie aufgeben oder ob sie weitermachen, sondern Großkonzerne Produktion, wenn die Energiepreise dauerhaft zu hoch sind. 1 Jahr erhöhte Energiepreise, auch 2 Jahre, das verkraften Großkonzerne. Aber irgendwann sind die Produktionskapazitäten abgewandert. Und die Produktion der energieintensiven Industrie ist in den letzten 2 Jahren um mehr als 20% eingebrochen. Die energieintensive Industrie, das sind größtenteils nicht irgendwelche kleinen Mittelständler. Das sind schon meistens große Konzerne, die da jetzt abwandern. Und die kommen nicht zurück, die fahren ihre Produktion nicht wieder hoch, wenn in 10 Jahren die Energiepreise wieder unten sind, sondern die sind weg. Und je länger der Zustand der zu hohen Energiepreise anhält, je länger sich auf Dauer keine profitablen Investitionen planen lassen, desto schlimmer wird das Ganze. Und aktuell tut die Ampel nichts, um an dieser Situation irgendetwas zu ändern. Habeck hatte mal einen Industriestrompreis vorgeschlagen, aber der ist ja mittlerweile, wie es aussieht, auch schon wieder vom Tisch. Und deswegen ist es doch noch klar, dass in Deutschland es an allen Ecken und Enden brodelt. Also fand das völlig verständlich und meine große Sympathie zählt natürlich haben auch die Landwirte in unserem Land. Guten Abend, Outlaw. Weil die Ampel mal eben so auf die Idee kam, naja, wenn sonst, wo können wir denn noch irgendwo was drauf, wo können wir noch mal eine Branche so richtig belasten? Und da haben sie offenbar gedacht, na, die Landwirte, die sind weit weg von Berlin. Ne? Also im Berliner Regierungsbezirk gibt es keine Landwirte. Also sieht man die eher nicht und denkt, na, da können wir mal richtig draufhauen. Nee, die Landwirte haben sich's nicht gefallen lassen. Und ich finde, die müssen auch weitermachen und ich freue mich, wenn sie weitermachen, weil es ist eben noch nicht weg, dieser ganze Belastung. Und das ist doch auch ein Wahnsinn. Wir haben doch schon viel Probleme in der Landwirtschaft. Weil es ist ja schon so, also ich finde es elementar, dass Lebensmittel und Nahrungsmittel natürlich auch bei uns produziert werden. Ich meine, da reden sie immer über Klimaschutz und man muss alles fürs Klima tun. Da habe ich ja auch nichts dagegen, halte ich für richtig. Aber was ist denn das für eine völlig undurchdachte Politik, zu sagen Klimaschutz und immer mehr Lebensmittel importieren wir dann aus den Mercosur-Ländern in Lateinamerika und woanders über tausende Kilometer. Übrigens importieren wir sogar Biodiesel, also ist auch alles irre, ne? Der wird dann hier beigemischt, weil es Biodiesel ist, in Wirklichkeit kommt er aus China. Also das ist doch alles verrückt und bei der Landwirtschaft eben auch. Und jetzt kommt also Herr Özdemir und will jetzt eine Fleischsteuer, weil es ja ums Tierwohl geht. Ich sage Ihnen, mit der Fleischsteuer, das geht genauso wie mit dem CO2-Preis. Das kommt nicht da an, wo es hin soll. Ich bin ja auch dafür, den Bäuerinnen und Bauern bessere Möglichkeiten zu geben, dass sie nicht so unter Druck geraten und damit eben auch keine Chance haben, wirklich auch sich um ihre Tiere zu kümmern, weil sie so unter Preisdruck stehen. Da wäre ich ja voll dabei, denen da eine Erleichterung zu geben. Aber diese Fleischsteuer, das ist doch wieder das Gleiche. Das nächste Haushaltsloch wartet und das wird dann damit gestopft. Nee, wir müssen gucken, dass die Supermarktketten nicht so mächtig sind, weil die sind doch diejenigen, die den Bauern immer schlechtere Preise geben. Der Anteil der Landwirte am Endpreis, der ist doch immer mehr geschrumpft. Wir brauchen nicht teurere Lebensmittel. Wir brauchen nur ein bisschen mehr Wettbewerb am Markt oder im Notfall eben auch Regulierung, die verhindert, dass die Landwirte als schwächstes Glied am Ende der Kette am Ende abgezockt und ausgebeutet werden und sich dann auch dagegen wehren müssen. Da stehen wir an Ihrer Seite. Ja, der Wettbewerb stellt ja gerade kleine Betriebe schlechter. Also große Betriebe, die haben nun mal höhere Skalenerträge und die können billiger produzieren. Das ist fast allen Branchen so, dass diese Illusion des freien Wettbewerbs, die sollte man, glaube ich, auch, also man kann alles dafür tun, dass der freie Wettbewerb so gut funktioniert wie irgend möglich. Aber dann sollte man sich, glaube ich, der Realität stellen, dass das dann vor allem die Großen bevorteilt, die eben Produkte billiger anbieten können. Und ja,
Deswegen brodelt es eben. Deswegen wird gestreikt, deswegen wird demonstriert, deswegen wehren sich Menschen. Und das ist ja auch richtig, das brauchen wir unbedingt, dass sich Menschen wehren, wenn sie über den Tisch gezogen werden. Und ich fand es ja wirklich interessant, dann kommt die Regierung, es ist ihnen jetzt so irgendwie, ist ihnen zu viel los im Land, kam sie auf die Idee, ja Mensch, dann demonstrieren wir mal eben gegen uns selbst. Dann sind wir auch dabei, dann machen wir auch mit. Und ja, also ich verstehe jeden, der sich Sorgen macht, wenn die AfD immer stärker wird. Es ist eine Partei, in der es Neonazis, Rechtsextremisten gibt. Und das. Mit solchen Schlagwörtern würde ich nicht um mich werfen. Also das Hauptargument sollte tatsächlich die Wirtschaftspolitik sein. Und das haben Wagenknecht und Lafontaine ja auch Anna denn immer wieder betont. Deswegen, wenn man jetzt nichts Konkretes hat, was tatsächlich rechtsextrem sein sollte, und da wird man, wenn man sucht, bestimmt was finden, dann sollte man mit diesem Vorwurf nicht zu pauschal kommen. Das tut unserem Land nicht gut. Aber bitteschön, dann reden wir darüber, wer diese AfD so stark gemacht hat. Statt abstrakt gegen Rechtsextremismus zu demonstrieren, muss man doch darüber reden. Man muss dann eben demonstrieren für bessere Löhne, für ordentliche Renten und für eine Regierung, die ihren Job macht. Und dafür ist das BSW angetreten. Dafür sind wir auch heute hier. Liebe Freundinnen und Freunde, wir wollen Vernunft in der Politik. Vielen Dank. Ja, das war eine gute Rede, solide Rede. Ich hätte es tatsächlich auf dem politischen Aschermittwoch etwas polemischer erwartet, aber Wagenknecht wollte die Stimmung im Wirtshaus nicht verderben, trotz der ernsten Themen, über die sie hier gesprochen hat. Also, basierte Rede. Schön, dass wir es uns jetzt zusammen angesehen haben. Der Kanal, wer ihm noch nicht folgt, Wagenknecht tatsächlich auf ihrem Originalkanal hochgeladen, gar nicht mehr auf dem Bündniskanal. Den gibt es nämlich auch noch, wer ihn noch nicht kennt. Hier, Bündnis Sarah Wagenknecht, ist auch noch ein eigener YouTube-Kanal. Also der ist von der Partei und nicht von der Person Sarah Wagenknecht. So.